Ja, willkommen. Willkommen, du bist G3. Wieder mal hier im Bereich, wo der Schattenfluch herrscht. Wir sollen ja jetzt. Wir sollen ja jetzt ein wenig gucken, wo hier dieser Hinterhalt ist, wohin wir gehen sollen. Und dann machen wir da ein bisschen was. Und dann, ne? Wegmarke entdeckt. Mm. Gut, dass wir eine Wegmarke entdeckt haben. Ich würde mal sagen, ich bin zu faul, um zu springen. Kamera? Ich bin zu faul, um zu springen. Hui! Teleportation! Das sieht sehr danach aus, als wäre hier oben die Map zu Ende. So wie das hier. Obwohl, es ist da unten auch. Na, egal. Wir gehen da oben erstmal nicht lang. Wir gehen erstmal Richtung hier. Und speichern nochmal, weil wir haben ja einen Wegpunkt. Den würde ich gerne safen. Und hier ist der Ort des Überfalls. Aber irgendwie oben, ne? Ah, hier oben, da sind sie. Okay, dann würde ich mich vielleicht auch dahin begeben, da wo die stehen. Die Tagebuch aktualisiert. Finde Schutz vor dem Schattenfluch. Sprich mit den Hafnern am Ort des Überfalls. Wir haben den Ort des Überfalls erreicht. Die Kultisten müssten bald hier sein. Ja, dann gucken wir mal. Mal. Sprich mit den. Achso, aber sprich mit den ist irgendwie. Hä? Also ich save nochmal hier, aber die stehen ja irgendwie da und hier wird mir noch gesagt, oben. Weiß ich jetzt nicht, ob ich. Ich gehe mal nochmal weiter nach oben, eventuell. Ah, hier oben sind auch noch welche. Ja, gucken wir mal, ob wir da oben. Funktioniert. Ich glaube, es ist völlig egal, mit welchen Hafnern wir sprechen, ne? Ich würde sagen, aber trotzdem, wir sprechen vielleicht lieber mit denen da unten. Weil wenn wir hier oben sind, dann müssen wir tatsächlich erstmal die Leiter runterklettern und so. Und ja, wir gucken mal, wir sprechen mal hier. Every day, my queen, your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Yeah, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? Ah, das ist fies. Versteckt bleiben und weiter beobachten. Stay in the light. They do not go into the dark. Didn't figure something as big and ugly as you for a coward. Huh? No!
end to the door! Enough! Stop! They will not become shadows! They will not feed the curse! Forgive me, my queen, but I had to. Before the dark got any stronger. Was? Oh, der hat. Aha, das ist tatsächlich interessant, weil, wenn das tatsächlich immer so weitergeht und die dann irgendwie sich selber da noch umbringen, wahrscheinlich werden da immer weniger sein, gegen die wir noch kämpfen müssen. Weniger Erfahrungspunkte natürlich mit einem mit inbegriffen, ne, aber. Unauffällig sein und sie. Bis sie weitergezogen sind. Boah, ich bin mir nicht sicher. Können wir hier in dem Screen aussafen? Ich würde tatsächlich hier mal einfach nur einen neuen Spielstand anlegen. Wenn ich sie weiterziehen lasse, dann ist das ist ja tatsächlich der Hinterhalt, den wir ja quasi, ne? Also. Signal. Let's extend the dark. Tell them. Destroy the blasphemers. Das war schon mal ein Crit, ne? Das ist schon mal gar nicht so geil. Das ist diese Aura. Diese Aura, die von dem da ausgeht. Oder von wem geht diese Aura aus? Heiligtum, 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 unverletzlich, Heiligtum, Heiligtum, heilig, heilig, du bist heilig, wieso kann ich nichts hier irgendwie machen? Du Wixvieh, untersuchen, Heiligtum, was ist Heiligtum? Doch nicht, du kein Ziel, achso. Müssen wir mal die anderen umbringen, ne? Okay, ach stimmt, hier brauchen wir ja auch tatsächlich gar nicht die Fackeln, ne? Kann ich mein ja, geht dann eben nicht. Bewegen wir mal ein bisschen hier so hin, damit dann die auch mal ein bisschen Platz haben, ne? No more. Irgendwie, wenn ich jetzt hier so. Irgendwie ging das eben gerade. Dass der grün war. Ganz weird. Mit der Position, ja. Naja, aber hier auch, ne? 95%. Waren wir da. Ein bisschen was hab ich abbekommen, ne? Lola Seel!
Kann die theoretisch? Bist du ein Gehen und Angreifen? Jo, kann die. Ich hoffe nur, dass dieser... nicht genügend bewegen, das ist schade. Schade, 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 Scalari. Come on, dann. Kann ich theoretisch mit ihr irgendwie Fluch? Nee. Ein normaler Hit hier mal drauf, dass du brennst oder dass du hier. Let's do this. Wie wär's? Yeah! Stirb! Und Schild des Glaubens, ich würde mal sagen. Nee, lassen wir es aber. Wir schauen mal. Wobei, der sollte jetzt normalerweise jetzt angreifbar sein, ne? Eigentlich. Jetzt in der Runde. In der nächsten Runde. Zumindest, sonst wäre das ja unfair. Blockiert das Heiligtum, okay. Oh Mann. Oh Mann. Blockiert das Heiligtum? Wieso ist mein Bärchen nicht im Kampf? Ein Bärchen ist doch im Kampf. Wieso konnte er nicht angreifen? Ich kann ihn angreifen. Kann ich auch einen Dolch oder so? Nein, ich gebe ihm Bewegungsrate. Was war das für ein krasser Crit von dem? Ja, nehme ich. Der Crit war krass. Ist das ihr Tod? Oder nicht? Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube, ich sollte erstmal hier angreifen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn wir das hier machen. Ja, dich genauso. Noch ein Schlag übrig, ne? Kann ich theoretisch auch mit der hier, mit der Waffe theoretisch? Ja, ich könnte. Ah, mal ein Versuch wert. Heilige Flammen, kann ich das so auf links hier zaubern? Warte, hat das irgendwie... Aber es geht, ne? Aber heilige Flammen. Holy Flames, hier! Scheiße! Was für ein Arsch!
Ist jetzt, oh, ist das komplett weg? Oh, dann hätte ich die ja tatsächlich mal nach oben schicken können, ne? Wenn das jetzt komplett weg ist. So kann ich tatsächlich treffen. Warum greift mein Osa nicht an? Der ist doch auch im Kampf, oder nicht? Warum greift der nicht an? Warum ist der stuck? Der ist halt, das ist ganz weird. Oder bedeutet bedroht bei... Das ist irgendwie, also... Also ich weiß nicht, was los mit ist irgendwie. Also der ist stuck, der wird ignoriert. Also ganz komisch. Naja. Gucken wir mal, das müsste... Oh. Treffen, gut. Was ist denn das jetzt für ein... Was ist denn... Was ist denn das für eine weirde Kacke? Wieso... Also manchmal ist das Spiel echt komisch. So, jetzt geht's wieder. Ja, dann nochmal. Er hat immer noch das Zeichen, ne? Nicht, dass ich da irgendwie... Ja. Kann ich? Geht es? Nicht genügend Bewegungsrate. Ich habe auch echt Schiss, ihn da nach oben zu schicken, ne? Aber was er hier ja gemacht hat, ist mit seinem komischen hier und dann treffen und dann auf einmal knallt das richtig rein. So, why? Aber... Wobei sein... Bewirkt zu... so, Stichstand bei brennenden Zähnen. Oh, schon wieder ein Klingeln. Bis gleich. Oh, ich bin wieder da, Leute. Ja, es ist mein Geschenk angekommen. Also das Geschenk, was ich verschenke. Und natürlich... Das ist... Vielleicht habt ihr ja auch diese... Sache schon mal gehabt mit diesem fucking Code bei Amazon, ne? Wenn ihr irgendwie bei Amazon bestellt und dann bekommt ihr so einen Code, weil das dann irgendwie so, es ist etwas Teures. Also Amazon deklariert das als teuer. So, und dann, also als wertvoll. Und dann musst du noch so einen Code ein. Das ist super nervig, ne? Weil dann teilweise die Leute dann kommen und dann verstehen die das nicht, weil die ja alle nicht deutsch sind, so, ne? Und dann musst du da, und dann stehst du da ewig da an deiner Haustür und musst da den Code aufsagen und die verstehen einfach nicht, was du sagst. Das ist so nervig. Also das mit dem Code, da müssen sie echt mal irgendwie was Besseres einfallen lassen. Also das ist super doof. Oder echt dann, wenn mit Code ist, dann tatsächlich mal Leute, die dann wirklich auch Deutsch sprechen, da mal losschicken, weil das ist so, so nervig. Aber gut, ich hab's geschafft. Das Ende vom Lied ist, dass der Typ mir einfach dann Gerät gegeben hat, dann durfte ich selber eintippen. Ich weiß nicht, ob das datenschutztechnisch so gut ist, weil ich meine, ich habe da ein Gerät, ich könnte theoretisch dann vielleicht auch so ein bisschen, ne, gucken, was da noch so alles ist, ne? Aber naja, ich will ja nichts Böses, ich will ja nur mein Paket haben. Gut, wir machen jetzt weiter bei dem hier und ich würde sagen, wir ballern da nochmal rauf. Diese Explosion habe ich ja gerade gecheckt, dass es deswegen passiert, weil der noch gebrannt hat und brennende Ziele scheinbar diese Waffe tatsächlich dann noch Explosionsschaden macht, also nochmal zusätzlichen Schaden macht und das hat dann scheinbar auch nochmal gekrittet, so dass das auch nochmal richtig implosiv aussah und deswegen war das ganz geil. Ja, ne? Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Treffen gar nicht. Cool. Ja, sprote da hoch. Oder spring da hoch, jo. Ja, komm, die muss da mal hoch, ne? So. Das Glied, das geht leider nicht mit dem Hochgehen, denn die Leiter, die Sprossen sind nicht mehr da. Man kann die Leiter nicht mehr benutzen. Aber von der Seite geht's noch. Aber es blockiert, weil da der fucking Bär steht und ich kann die nicht. Es gibt zwei Wege hier hoch.
Einmal da, Sprossen kaputt, geht nicht. Und einmal da, Bär ist versperrt und Bär versperrt den Weg und ich kann ihn nicht steuern, warum auch immer, weil er irgendwie verbuggt ist. Was für ein Pech. So, aber ich kann bestimmt jumpen, ne? Das ist tatsächlich nur eine Bonusaktion. Das heißt, also ich kann theoretisch noch angreifen. Machen wir das mal. Geil, geil. So. Nee, du sollst hier mit deinem 20% ist ja ein bisschen wenig. Aber das schaffst du, oder? 20%? Also, nochmal? Wollen wir nochmal Holy Fire machen? Zielpunkt ist nicht erreichbar. Warum nicht? Warum ist das Zielpunkt nicht erreichbar? Ich würde mal sagen, weil das Spiel wieder richtig weird ist. So, jetzt geht's. So, mal gucken, ob der das blockiert oder ob das... Ja, der noch ins Feuer. Oh, er blockiert's nicht. Ja, aber so viel Schaden hat er nicht gemacht. Aber vielleicht ist nichts weiter passiert. Okay. Jetzt darf man Bär hier angreifen. Tatsächlich. Was für ein... Der hat eine Waffe in der Hand, ne? Er hat nämlich so eine Lampe in der Hand oder so. Den er als Bogen oder... Ja, und ein Schwert in der Hand. Das ist ja perfekt für mein Bärchi. Hier, guck mal. Was mein Bärchi kann. Und daneben hauen. Jetzt haben wir Heiligtum. Shit, das können wir nichts machen, ne? Ja. Gut, es wäre natürlich schön, wenn zumindest einer von den Leuten dann irgendwie übrig bleibt, ne? Ja, das ist ein Problem. Also diese Runde können wir nichts machen. Wobei weggehen theoretisch, das geht, ne? Der würde nicht angreifen. Na gut, egal. Ich skip mal alles. Kann Bär hier was machen? Nein, aber er greift. Jo! Ey, das geht doch eigentlich gar nicht! Das machst du. Aber. Rache ist groß, meinst du? Konnte ihn hitten mit, ne, mit diesen, ne, mit diesen speziellen, wie nennt man die, Reagierungshits oder was weiß ich was, diese Angriffe, Spontanangriffe. Und das tut, das kann man machen, obwohl er Heiligtum anhat. Weird. Ich bin tatsächlich. Okay, ich kann. Das ist jetzt nicht dicht dran, oder was? Na gut. So, hat er hier. Ja, er hat. Ich mach's mal nicht. Greif mal nur an. Ach, gut. Ja. Ohne die Rivalität. Plus 60 Erfahrungspunkte. Wuhu. Tagebuch aktualisiert. Bitte mir, lasst ihr mich frei. Was? Okay. Erstmal. Will ich tatsächlich hier mein Schwert wieder reinhaben? Okay.
Dann muss Asterion mal, also ja, Asterion braucht mal tatsächlich Heilung. Haben wir nicht hier, hat nicht Dinges hier so ein Riesenflasche? Nee, sie hat hier so eine Riesenflasche. Ich schiebe das mal zu Asterion, damit sicher, ne? Damit er das auch nimmt. So. So. Achso, ja, sie hatte das auch tatsächlich, aber sie hat jetzt keine Heiltränke mehr. Egal. Ja, das ist ganz gut. Boah, wir haben fast Level 6. Ja, wobei, Asterion noch ein kleines bisschen, aber oh, geil. Sieht gut aus. Freue mich mega. Weil ja scheinbar auch der Sprung von Level 4 auf Level 5 ja schon echt extrem uns weitergebracht hat. Was jetzt kämpferische Erfolge und so weiter und fort anbelangt, ne? Also gehe ich mal davon aus, dass ein Level 5 auf Level 6 tatsächlich auch nochmal ein richtig krasser Sprung sein wird. Ja, mega geil. Das hat ja richtig gut funktioniert. Guck mal kurz. Nimmt die Mondlaterne. Die drinne hat die Mondlaterne fallen lassen. Das ist unsere Chance, sie uns zu holen. Ja, einmal die Mondlaterne, klar, aber was ist denn das? Langschwert? 2 bis 16? Bis 18. Ist natürlich für uns auch geil. Will be done. Help. Help. 7 bis 24. Das ist genau dasselbe, was wir haben, außer dass wir hier... Oh, wir hätten hier... Warte mal. Hä? Achso, wir machen hier nur ein D10 plus ein D8. Ja, also ein D10, ein D8 plus 4. Hieb, das ist bei dem, also der Grundhiebschaden, den wir bei der Waffe, die wir jetzt ausgerüstet haben, diese Zweihandachs haben, die ist halt schon mal höher. Klar, wenn wir jetzt nochmal den physischen Damage machen, dann ist der ein bisschen höher als der normale Hiebschaden, der zustandsbedingt ist. Klar. Ja, aber wir machen allgemein, wenn dann das alles zustandsbedingt nicht passiert oder dieses physische Ding nicht kommt vielleicht oder was auch immer, ja, machen wir zumindest den Grundschaden ein bisschen weniger, ne? 1d10 plus 4 und hier machen wir 1d12 plus 4. Also ich würde sagen, das ist für ihr jetzt nicht, oder boah, was ist denn eine Strenge? Auf Hilfloser einstechen, wird die Waffe von einem Drow geführt, befördert zusätzlich... Okay, cool, aber... Jetzt kein Drow. Wir haben keine Drow dabei. So, das Ding ist, wir haben einmal meinen Charakter, der würde damit tatsächlich ein bisschen... ja, tatsächlich ein bisschen mehr Schaden machen, tatsächlich. Wobei eigentlich nicht. 4 bis 18, ich mache 3 bis 19, also es würde sich tatsächlich nicht wirklich... ergeben irgendwie, positive. Aber Asterion würde vielleicht damit vielleicht, wenn wir das Langschwert gegen den Dolch wobei, wir gucken mal. Ich mache mir hier kurz das und dann machen wir mal kurz so, ach, wir haben ja noch den hier, ne? Mit des Lebensentzugs. Was ist, wenn wir das hier hinpacken? 6 bis 11, 2 bis 9. Wenn wir das so machen, 5 bis 12. Wenn wir hier 6 bis 11 haben und wir tauschen das aus. Bis 11, 2 bis 14. Und das macht 5 bis 14. Aber wenn ich das hier ausrüste, macht das nur 2 bis 9. Und das macht 2 bis 14.
Also theoretisch ist das sogar noch mal geiler als das hier, wenn ich das hier theoretisch hier hinpacke. Und wenn ich das hier hinpacke, dann macht das 2 bis 14. Das macht 5 bis 14. Und das macht 3 bis 8. Also so ist es eigentlich geiler, weil damit machen wir 6 bis 11 Schaden und hier in der Nebenhand noch mal 2 bis theoretisch 14 Schaden. Was ja auch noch mal geil ist. Weil, ne, wenn wir jetzt das hier enttauschen würden, 5 bis 12. Ja gut, wir machen 5 bis 12 Schaden. Wir machen bei 6 bis 11 Schaden. Also es würde sich tatsächlich nicht so viel machen, weil wenn wir hier haben, 5 bis 12, ne? Also 5 bis 12 würde bedeuten, wir machen mindestens 5 bis hoch zu 12 Schaden, ne? So sollte es ja eigentlich sein. Wenn wir jetzt aber dieses hier raufpacken, dann machen wir mindestens 6 Schaden, was auch schon mal geil ist. Bis L, das ist eigentlich, ja. Wobei, tatsächlich, wir könnten, wenn wir Glück haben, tatsächlich, und richtig krass haben, natürlich nochmal richtig krass Schaden machen. Ne, mit dem hier. Dass wir dann richtig krass Schaden machen, also 12 Schaden machen, statt nur 11. Aber ich nehme trotzdem mal das hier. Und dann haben wir in der Nebenhand tatsächlich auch nochmal, was richtig geil abgeht. So würde ich halt so sagen. Dann machen wir das so. Dann kann das für ihn. Ne, dann hat er auch mal was. Ich hätte hier des Todes viel Rüstung bekommen und so weiter und so fort. Ich habe hier. Eigentlich wollte ich mal eine bessere Armbrust haben, habe ich irgendwie nicht bekommen. Er bekommt jetzt auch mal hier was. Sie müsste ja auch mal hier ein bisschen weitere Sachen bekommen, aber ich denke mal, das wird schon alles gut klappen. So. Gut, dann holen wir uns die Laterne oder. Ja, wir holen uns die Laterne in der nächsten Folge. Wird spannend. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.